Hey Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Das Video heute war einfach nur krank. Wenn ihr Bock habt, dass wir öfter mal versuchen, solche Situationen wieder auf YouTube hochzuladen, gebt doch mal einen Daumen nach oben dafür. Ich würde sagen, so bei 10.000 Likes versuche ich direkt das nächste Video zu organisieren. Und jetzt viel Spaß damit. User was moved to new channel. Du bist derjenige, der wahrscheinlich... Hast du gerade Hals Maul zu mir gesagt? Du wolltest doch mit mir quatschen. Dann bitte ich dich darum, dass du jetzt auch dann hier da sagst, was du brauchst. Ich hoffe eher für dich, dass du mit mir reden willst. Okay. Also, jetzt leise. Okay. Was bist du denn bitte für ein Mensch, Alter? Ich hab dir gesagt, sei leise. Und ich bin ein ganz normaler Mensch im Gegensatz zu dir. Okay. Alles klar. Pass mal auf, ich bin YouTuber, ich habe als Serverbesitzer auch viel zu tun den ganzen Tag. Mein Supporter meinte gerade zu mir, dass du hier irgendwie was möchtest von mir. Ja, will ich auch, aber jetzt sei kurz leise. Und ich muss meine Familie fertig machen. Du musst eine Familie fertig machen? Ja, die müssen. Die haben mich hier Schutzgeld nicht bezahlt. Alles klar. Und du bist der normale Mensch? Ja, bitte ich. Ich hör dich doch mal an. Vielleicht, du leckst gerade ein bisschen, vielleicht wegen deinem DDoS oder so, aber... Was willst du von mir? Also ganz klar und deutlich, ne? Ich nehme mir gerade die Zeit für dich, weil mein Supporter meinte, er ist überfordert. Ich soll das bitte mit dir klären. Wir sind der kleine Trick. Wenn du mich jetzt weiter so scheiße behandelst, banne ich dich ein... Meine Supporter sind Bastarde. Ja, genauso wie dein ganzer Kack-Server. Sei froh, dass ich mit dir rede und dich nicht komplett fertig mache. Ich kann sofort 20 Wut-Server auf dich durchschicken und die würden deinen Server kaputt DDoSen. Also. Du hast gerade so ein richtig schelmisches Grinsen drauf, ne? Alles klar. Also, du willst mich DDoSen. Ja. Ja, gut. Da bräuchte ich eigentlich nur mein Handy und hätte ich schon fertig DDoS mit deinem Kack-Dreck-Server. So, ich mach dir ein Angebot, damit sie nicht so geht wie anderen großen Server. Gommels hat mir auch Schutzgeld. Gommels, ja, bestimmt. Gommels hat Schutzgeld. Jede Woche. Ansonsten werde ich den Kack-Server DDoSen. Und werde ihn komplett zerstören, dass sich die Threads in der CPU überhitzen und schmelzen. Also. Ja. Würde ich dich jetzt bitten, einfach mal leise zu sein. Ansonsten setze ich es gleich in die Tat um. Ich muss kurz noch fertig skypen. Mhm. So, und jetzt zu dir. Also. Mach jetzt ein Angebot, dass du nicht ausschlagen wirst und auch nicht ausschlagen kannst, weil sonst der Verlust für dich einfach viel zu hoch wäre. Gibst uns jeden Monat der Honigmafia 150 Euro in Bitcoins pro Woche. Solltest du das nicht machen, werden wir dafür sorgen, dass dein Server durchgehend gedetost wird. Der Honigmafia. Findest du das etwa witzig? Findest du das etwa witzig, dass wir gerade über deine Zukunft deiner komischen Server reden und du einfach nicht weißt, was du gerade anstellst? Red weiter. Wir werden dich komplett DDoSen, dass da gar nichts mehr geht. Wir werden Malware über die Backports einschleusen in den Root-Server. Wir werden dafür sorgen, dass sich die CPU Du willst Malware über die Backports? Was sind bitte Backports? Ich dachte, du studierst Informatik, dann müsstest du das doch eigentlich wissen. Tut mir leid, aber was du gerade redest, das klingt für mich so albern. Du willst Malware über die Backports auf meine Root-Server einschleusen, alles klar? Ja, würde ich machen, wenn du nicht 150 Euro pro Woche zahlst. Wofür? Da, das ist als Schutzgeld, meinst du das jetzt oder was? Ne, wenn du das so siehst, also ich würde es eher dazu. Ich würde es eher so ansehen, dass du 150 Euro dafür bezahlst, dass deine Server ganz bleiben. Ich gehe mal davon aus, dass du die nicht gemietet hast. Weißt doch, ne, dann werden sie dich rausschmeißen, nachdem die Server mal durchbrennt. Aha, okay. Aber Gomm hat es auch gemacht und Gomm geht es jetzt auch besser. Bei Gomm ist ja der Tag bloß deutlich höher. Aber bei so einem kleinen Dreckserver wie bei dir braucht man nicht so hohe Beträge ansetzen. Machst du eh kaum Umsatz mit deinen Scheiß-Servern. Aha. Von dem her biete ich dir jetzt einfach mal so an. Glaubst du bist ein guter Mensch? Ja, ich bin besser als du. Immerhin mache ich mit meinem Business Profit. Und du? Also, du hältst dich also für einen besseren Menschen, okay. Ja, was soll man bei dir schon sehen? Du ziehst Leute ab mit deinem... Ich mach Trolls, also von dem her. Bietest jetzt an, machst du es nicht. Wenn wir deine Server zerstören, werden dich dauerhaft DDoSen. Werden vielleicht sogar auch deinen YouTube-Kanal löschen.
und alle deine Kunden entführen, dann hast du gar nichts mehr, du kleiner, dreckiger Wurm. Alles klar. Also, überleg's dir. Okay. Also, pass mal auf, ich glaube, du redest gerade den größten Bullshit, den man sich ausdenken kann, mein Freund. Ja, wenn und du das denkst, alles, wenn du das denkst, dann wirst du dich noch früher freuen, dass dann schöne Sachen passieren mit deinem Server. Ja, weißt du überhaupt, was DDoS heißt? Ja. Was heißt denn DDoS? Distributed Denial of Service. Okay. Immerhin weißt du, was DDoS heißt. Hältst du denn DDoS für eine coole Hacker-Attacke? Ja, damit werden deine Server von der Außenwelt kurzzeitig abgeschnitten, bis du sie wieder neu startest. Aber bei solchen minderbemittelten Wesen wie bei dir, du kleiner Wurm, wird es ein paar Stunden dauern. Also dieses Lachen dabei. An. Ohne Scheiß, du bist einer von den Leuten, ne? Dich kann man einfach nur als Arschloch bezeichnen. Okay, also jetzt sind 750 Euro Schutzgeld wegen deiner wunderbaren Beleidigung mir gegen mich gerichtet und gegen die Holig-Mafia. 200 Euro für dich. Die Holig-Mafia? Wenn du das jetzt noch einmal in so einem abfälligen Ton sagst, werde ich dich sofort austeilen lassen. Ja gut, okay, die Honig-Mafia. So. Wie kann man sich denn Honig-Mafia nennen? Erzähl mir mal das davon. Ich gebe dir jetzt 5 Minuten Bedenkzeit. In der Zeit muss ich noch ein Skype-Gespräch beantworten. Gleich. Worum geht's denn in deinem Skype-Gespräch? Hallo? Okay. So, bin wieder da. Muss gerade einen Typen 5000 Euro wegbuchen. Also, hast du es überlegt mit den 200 Euro? Oder? Ich dachte 150 Euro. Ja, wegen deiner schönen Beleidigung gegen mich sind 200 Euro. Aha. Also. Du weißt aber schon, dass das alles hier nicht ganz so legal ist, was du hier tust, ne? Und dass du hier. Dass du. Du kommst mir echt vor, so ein kleiner Bengel, der mir einfach nur ins Bein pinkeln möchte, Alter. Also, ich sag dir jetzt eins: entweder du bezahlst es. Ich finde dich eher nur lustig. Noch heute, oder wir werden dich gleich aussehen lassen und deinen Server für ein paar Minuten dicht machen. So eine kleine, einfache DDoS-Attacke. Mhm. Also, überleg's dir. Meinst du freundschaftlich und das, was ich mache, ist nicht. Nicht lieber, ich lass mich nicht erpressen. Ich lass mich nicht erpressen, schon gar nicht von Leuten, die mit einem fetten Grinsen im Gesicht irgendwelchen Leuten Leid zufügen. Erstens habe ich kein Grinsen im Gesicht. Man hört es doch gerade. Man hört gerade, was das soll. Ja. Und zweitens. Ja oder nein? Nein. Okay, dann. Bis die Außenwelt. Das ist dann beginnen? Ja, gut, komm. Von 10 oder von 5? Kleiner, dreckiger Wurm. Was? Mal 10 Sekunden. 10. 9. Willst du mich jetzt DDoS, ne? 8. 7. Du hast doch nur 100 Grad oder 50 Grad, Alter. Sag ich dir doch nicht. Schicken wir einfach. Sag dir auch nicht meine Ein. Schicken wir einfach 1 Gigabyte Traffic rüber, passt schon. 3. 2. 1. Okay. Toll, du kleiner. Ja. Alles klar. Leute, ich hab grad. Leute, sogar. Mein Minecraft ist. Alles klar. Mein Minecraft ist gerade einfach abgestürzt. What the fuck? Connection lost. Connection lost. Damit bin ich jetzt ausgetimt. Bin gespannt, wie ich jetzt gehe. Wie lange ich rede. Leute, ich geh mal kurz. Alter. Geh mal kurz zum Router. Anstatt der neue habe ich eine andere IP. Damit kann ich wieder rauf. Oh mein Gott, ey. Connected. Ein kleines dreckiges Würmchen. Habe ich jetzt Angst gemacht? Ich hab grad meinen Router neu gestartet, bin wieder da. Ja, kleines dreckiges Würmchen, die hast du doch gesagt. Also. Ja, du hast mich gededost, Alter. Ja. Also ich frag mich wirklich, woher du meine IP hast. Ja, ich guck mal. Du kannst doch nur allein in diesem Teamspeak-Channel sein. Du weißt doch, wie toll Teamspeak ist. Ich muss nur auf deinen Namen klicken, schneid deine IP. Also. Naja, so leicht geht's nicht, aber. Ja, ja, genau. Also. Zahlst du jetzt oder soll ich das zum Dauerzustand machen und dein Leben ficken? Ja, fick mein Leben. Ich werde kein Erpressergeld bezahlen, das kannst du vergessen. Okay, dann wünsche ich dann dir was. Viel Spaß im Offline-Leben. Ja, warte mal ganz kurz. Als ja, YouTuber ja. Wirst du das ja brauchen. Wann wegen DDoS? Ja, ja, mach das ruhig. Dann vielleicht redest du nächste Woche noch mit mir, du kleines dreckiges Würmchen. Willst du wiederkommen? Ja. IP-Changer und Robustus. Aber, naja,
aber gut, ich werde dich, deine Familie ficken, ihr werdet nie wieder ins Internet kommen und für einen YouTuber. Kleiner dreckiger Hurensohn. Also, bade oder verrecke halt im Offline-Leben. Dein Lach geht mir auf den Sack. Mein Lachen. Weißt du, was mir auf den Sack geht? Du kleiner dreckiger Wurm deiner Visage. Du kriegst einfach nichts hin. Bist einfach inkompetent und lässt dich delassen. Jeder normale Mensch hat VPN drin, aber du... Sorry, dass ich auf meinem Server keine falsche IP nehme. Ja. Dass ich mich da nicht verstecke auf meinem eigenen Server. Ja, dein normaler Server. Weißt du was, du kriegst jetzt hier einen schönen Bann. Ich hoffe, man sieht sich irgendwann wieder. Ich komm instant wieder, weil kannst mir nichts haben. Kleiner dreckiger Wurm, fick dich einfach nur, fick dein Leben. Was ist denn los mit dir, dass du so einen Hass in dir hast, Alter? Ich hab keinen Hass. Was ist denn los? Nein, ich hab keinen. Fick dich, alter Hurensohn. Was ist denn los mit dir, Mann? Das ist der ganze Alter, Fall. Also jetzt, ja gut, du hast mich gededost. Das sagt nicht, dass du irgendwas drauf hast oder so. Ja, ich glaube, du hast mit deiner Bambus-Seite. Als wenn ich dir irgendeinen Euro bezahlen würde. Ich bezahle dir doch keinen Euro dafür, dass du mich gerade... Ich werde mich doch nicht erpressen. Komm jetzt halt auch, ja klar. Werden wir ja sehen, ob meine Server bald aus sind, ne? Ja, werden wir sehen. Sorry, Leute, Arschloch. Einfach nur Arschloch. Ist ein Arschloch. Ist einfach ein Arschloch, Leute. Das ist ein Arschloch. Ich mache mir jetzt gar nicht so viel Sorgen, Leute. Ich habe es mal aufgenommen. Ich denke, ich werde es komplett verzerrt hochladen. Sonst kriege ich da Probleme, wenn ich es nicht verzehre. Habt noch einen sehr schönen Tag. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben gebt dafür. Und schreibt mir den Kommentar. Ciao.